Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder ein Steelbook mitgebracht und zwar Ghostbusters. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier haben wir den ersten Teil im Steelbook. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Das sieht richtig gut aus. Das habe ich durch Zufall heute bei Real gesehen. Beide Teile und dachte ich, die müssen mit. Und hier steht nochmal die Story für die Leute, die nicht kennen. Und wir haben hier brandneue Extras mit bei. Könnt ihr euch mal so durchlesen, was wir dabei haben. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Das kann ich euch schon mal so sagen. Bin ich mal richtig gespannt. Und wir haben hier natürlich 1920x1080p. Das Ganze in Deutsch, Englisch, Französisch, 5.1 DTS HD Master Audio. Deutsch, Englisch, Arabisch, Dänisch und so weiter. Hier Untertext mit bei, jede Menge. Standard Bonus ist also Format ist Standard, Englischsprache, aber wir haben deutschen Untertext dabei, Englisch, Französisch. Das Ganze läuft 105 Minuten und in Farbe natürlich. Ja, was haben wir unten noch? Auch so ein paar Informationen, das übliche. Ja, das übliche Gedöns. So, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Zack, und schon ist die Folie weg. So, das Ganze ist eine Banderole hier. Einfach zack, und ist hier vorne festgeklebt. Können wir ganz schön sauber abmachen. Oh, was sehe ich da schon wieder? Das geht nicht ab. Das ist wohl ein Ditcher hier. Ja, das wird umgetauscht. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Das ist ein richtiger Farbplatzer hier. Das geht ja mal gar nicht. Aber guck mal, oh, schöner Effekt. Das ist immer ein richtig geiles Steelbook. Das ist ein schöner Effekt. Nicht schlecht, das gefällt mir richtig gut. Rückseite. Boah, sehr geil. Hier von den, eine Unterschrift von denen, der es gezeichnet hat. Denke ich mal. Boah, richtig geil. Jetzt schauen wir mal innen rein. Ne, erstmal zeige ich euch noch die Seite. Hm, auch üblich. Ghostbusters Sony. Nicht geprägt. Sieht trotzdem gut aus. Schauen wir mal rein. Ja, hier ist ein bisschen mau. Da hätten sie ein bisschen was anderes machen können. Die CD sieht auch Standard aus. Dahinter ist nichts. Ja, und ich werde euch das ganze Teil jetzt mal noch aufgeklappt zeigen. Dass die Burg zusammen aufgeklappt sieht natürlich richtig geil aus. Hier kann man es sehen. Sehr, sehr geil. Ja, und das war's auch schon wieder. Das Steelbook zu Ghostbusters 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch ruhig beim zweiten Teil rein. Bis dann und macht's gut. Euer Steelbook. Ciao, ciao.